Heute sprechen wir mit Spencer Welch von IHS Market in London zum Thema Erdöl. Spencer, es gibt gewisse Bedenken, dass sich Russland den anderen Ölproduzenten bei Verlängerung der Produktionsdrosselung nicht anschließen werde. Wie kann sich dies auf die Ölindustrie auswirken? Bei der Verlängerung des OPEC-Abkommens, das zum Ende März 2018 abläuft, besteht die größte Unsicherheit darin, ob Russland den Deal verlängern wird. Russland ist um den aktuell hohen Ölpreis besorgt und befürchtet, dass dieser Preis anderen Nicht-OPEC-Produzenten, insbesondere denen in den USA, einen Anreiz bieten wird, die Produktion zu erhöhen und auf diese Weise den OPEC-Deal-Teilnehmern den Marktanteil nehmen wird. Aber trotz dieser Zweifel denke ich, dass Russland auf die Verlängerung eingehen wird, sodass das Abkommen bis Ende 2018 gelten wird. Sollte das Abkommen nicht verlängert werden, ist das Risiko einer Schwächung des Marktpreises zu hoch, was die Abkommensparteien nicht zulassen wollen. Die Erdölleitung Keystone ist bereit, den Öltransport wieder aufzunehmen. Wie reagiert der US-Markt darauf? Wegen Reparaturen nach einem Leck in der Pipeline Keystone XL, die kanadisches Erdöl über die Vereinigten Staaten bis hin zur Golfküste transportiert, gingen die Liefermengen der Pipeline entlang zurück. Dies hat die Preise für kanadisches Rohöl etwas geschwächt und trug zum teilweisen Abbau der amerikanischen Lagerbestände bei. Aber der wichtigste Effekt kann langfristig sein. Es kursieren Gerüchte, dass die Kapazität der Erdölleitung Keystone erhöht werden soll und die Pipeline selbst verlängert werden soll. Nur Umweltschutzbedenken verhindern oder verlangsamen diese Entwicklungen. Deshalb wird der Leck die Situation erschweren. Werden Angst und geopolitische Unsicherheit die Situation an den Ölmärkten im Jahr 2018 prägen? Ich glaube, Sie haben recht. Der Einfluss der Geopolitik auf den Ölmarkt wird im Jahr 2018 zunehmen. Jetzt wirkt sich die geopolitische Lage auf den Ölmarkt wenig aus, aber der Nordirak reduziert die Ölgewinnung aus geopolitischen Gründen, nämlich aus Befürchtungen, dass die USA wieder Sanktionen gegen den Iran verhängen können. Dies wird viel mehr europäische als amerikanische Abnehmer betreffen, weil Banken nicht in der Lage sein werden, solche Handelsverträge zu finanzieren. Venezuela wird Ölgewinnung drosseln. Es ist nur die Frage der Zeit. Es gibt neue geopolitische Probleme in Nigeria und Libyen, und sie werden sich bis ins neue Jahr hinziehen, was das Prognostizieren erschwert. Meinungsverschiedenheiten zwischen Saudi-Arabien und Katar und zwischen Saudi-Arabien und dem Iran erregen auch gewisse Bedenken und treiben durch eine Risikoprämie den Ölpreis nach oben. So sieht die aktuelle Lage am Ölmarkt aus, und ich glaube, dass diese Probleme das ganze nächste Jahr über verharren werden. Also stellen Sie sich auf eine Preiserhöhung ein. Vielen Dank, Spencer von IHS Market. Ich danke für das Zuschauen. Abonnieren Sie unseren Sender, um über Rohstoffmärkte besser im Bilde zu sein.